Ich tippe kein E, ich tippe höchstens B. Ich bin nämlich mit Gamepad. Willkommen zurück bei Let's Play. Oh, hey. I'm the blind horror host. Aus UFO. So, schön nach oben rummatschen. Danke. Und weiter geht's. Oh, muss ich... Hallo, du bist doch was Böses. Nein, nicht die Cruise Missiles. Okay. Ah, fuck. Drauf, rum, gedingst. Ich habe einen Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Urius Energiezellen wieder her. Wie Jean-Luc sagen würde, Energie. Okay, da oben komme ich mit meinem Funkenflug nicht ran. Aber jetzt komme ich an diesem bösen Gemüse vorbei. Ah, was die Welt vernichtet. Oh, cool. Moment. Pauz. Ich drücke gedrückt, um höher zu springen. Ich komme also jetzt hier hoch und könnte nach oben. Ich glaube, da muss ich theoretisch auch hin, weil ich muss jetzt zu dieser Waldsenke. Aber zuerst möchte ich gerne anschauen, was das hier ist. Vielleicht so eine Art Teleporter. Geisterportale sind uralte Bauwerke, die benutzt wurden, um schnell durch ganz Nibel zu reisen. Das Licht der Geisterportale kann auch deine Kraft wiederherstellen, wenn du einmal erschöpft bist. Ah, eine Energieaufladestation. Drücke X. Aber... Ja, klar! Fantastisch! Ich liebe solche Multifunktionsgeräte. Aber da kommen wir noch nicht weiter, deswegen werden wir uns jetzt nach oben emporschlängeln. An den Feinden vor... Ich komme hoch, genau. Oh, ein Teil. Ich habe ein Teil von 15 gefunden oder eine Fähigkeit oder was das ist. So ein Blauteil. Rapsa. Und, okay, jetzt komme ich darüber. Und, wunderbar. Dann kommen wir hier hin. Jetzt ist das die Frage, ob das da unten eines von den 15 Teilen ist. Ich glaube nicht, weil die Optik ist eine etwas andere. Ach, ich weiß nicht, es macht so viel Spaß, hier rumzuballern. Halte RT gedrückt. Was ist... Oh mein Gott, jetzt haben wir auch noch Schiebepuzzles oder Puzzlemöglichkeiten hier. Und ich habe insgesamt 2% des Spiels bereist oder gefunden oder wie auch immer. Du hast einen Schlüsselstein gefunden. Schlüsselsteine werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Bedenke, dass für jedes Geistertor eine andere Anzahl Schlüsselsteine nötig ist. Ich hoffe mal, dass die Geistertore oder dass es für jedes Geistertor in diesem Spiel auch genug Schlüsselteile gibt und ich mich nicht entscheiden muss, wie es weitergeht. Da komme ich bestimmt mit einem Supersprung weiter. Ich muss nach da oben. Ich schätze, dass ich irgendwann mal durch die Brühe laufen darf. Dieses Geistertor blockiert unseren Weg. Vor den Tagen des Verfalls waren die Tore ein sicherer Schutz. Die erforderlichen Schlüsselsteine müssen ganz in der Nähe sein. Um den Geisterbaum zu erreichen, müssten wir die Geisterhöhle passieren, die hinter diesem Tor liegt. Drücke X. Drücke... Achso, das ist Y. Ah. Ein bisschen mehr Gewalt, wenn ich bitten darf. Ich möchte gerne Lockpicking betreiben. Die festgefällige... What? Uiuiui, nicht in die Stacheln, please. Sind die Feinde hier wieder erneut aufgetaucht? Hinfort! Ich gehe zurück in den Ort, wo die Toten gehen über Bord. Ah... Und ich habe schon gedacht, ich hätte was Cooles, Geheimes gefunden mit diesem einen Schlüsselteil, aber nein, natürlich nicht. Dass sie einem Anfänger wie mir nicht etwas Entsprechendes draufholzen. Das war Y. Und mach hoch die Tür. Das ist ein 2D-Spiel, ich hätte auch einfach seitlich da vorbeigehen können, aber nein. Ist das denn? Nee, das ist noch nicht der große dicke Baum, oder? Nein. Hopp und vorbei. So, was? Geisterhöhle, Hohlhain, Schwarzwurzelgänge. Oh, Schwarzwurzel, lecker. Hohlhain. Ich bin mal so dreist und gehe hier entlang. Willis. Aha, du kannst sterben, grad. Was bist du denn? Na? Dafür fehlt's mir wohl... an Wumms oder so. Kann ich irgendwie aufladen? Nein, kann ich nicht.
Ist die Frage, ist das mit einer Fertigkeit getan oder kann ich da gegebenenfalls... Ha! Niemals, Bursche! Oder komme ich da irgendwie anderweitig weiter? Was ist das denn? Eine Lebenszelle habe ich gefunden. Jetzt kann ich mehr Vitalität auch bewahren. Wenn ich weitere Lebenszellen finde, wird meine Überlebenskraft gesteigert. Wow. Aber meine Hochsprungkraft leidet nicht drunter. Ich meine, wird dadurch nicht gesteigert. Das bedeutet, hier ist erstmal Endstation. Okay, ich habe jetzt also unten rechts mehr Salat auf der Anzeige. Gesund, gesund. No, 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 no. Nein. Aufpassen, du Bursche. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein bisschen von meinem... Geisterhöhle, aha. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was von meinen Skillpoints aufsparen. Für den oh, ho. Ja, diesen Salat hätte ich, glaube ich, noch Salat bleiben lassen sollen. Für den Fall, dass mir hier ein bisschen Leben flücken. Ja, ich finde teilweise, ich will jetzt noch nicht zu viel sagen. Ich muss aber sagen, dass mir diese Projektile so ein bisschen abgehen. Also abgehen im Sinne von, ich sehe sie so schlecht. Ich bin immer noch sehr beeindruckt, dass ich bis jetzt nicht großartig von den Dingern getroffen worden bin. Oh, fieser Fleischkugel! Veganer voran! Es passt irgendwie. So, nein, nicht wirklich. Ich bin übrigens kein Veganer. Nur, falls mir jetzt jemand hier irgendeine Agenda unterstellen will, weil ich mal wieder irgendwie meine Klappe so weit aufreiße. Jetzt ward er getroffen. Komm ich, glaube, ich komme wieder... Ja, ich komme wieder zurück. Gut. Erstmal wieder zwei Schlüsselteile finden, möchte ich sagen. So, dann gehen wir erstmal hier. Oh, jetzt kommt's. Diese komischen Dinger, die müssen so ordentlich visuell hervorploppen. Ori, dies ist ein Kartenstein. Eine der vielen uralten Markierungen, die dazu dienten, eine Landkarte des Waldes Nibel anzufertigen, während er wuchs. Ein Teil fehlt. Wenn wir das Kartensteinfragment finden, sind wir vielleicht in der Lage, ihn zu reparieren. Ja, noch hier der Waldhausmeister von Nibelheim. Oh, ho, ho. Du lädst nicht zufällig Energie? Nur wo bist du denn? Du bist auf der anderen... Kann, in Markierung kann ich hier nicht eintragen. Nein, kann ich nicht. Aber dort auf der anderen Seite, das blaue Mondkugelfragment. Ich will es. Oh, da, also man braucht mehrere davon. Also es ist sowas wie eine Karte finden, ohne eine Karte zu finden. Okay, dann will ich hier nochmal ein bisschen rumpanschen und flanschen. Und mir ein bisschen... Aha, Lebenskraft zurückholen. Wow, der hat es aber ordentlich eilig. Was ist das? Achso, das Blaue ist, dass ich jetzt speichern könnte, wenn ich wollte, ne? Gut, aber das spare ich mir noch ein bisschen auf. Aha, ich wusste, da kommt noch was. Pro Kömmen, komme ich wieder hoch, wenn ich hier runterkomme? Muss, ne? What? Ich komme nicht mehr hier hoch? Moment, kann ich einen Wandsprung? Nee, kann ich nicht, ne? Nee, ich kann keinen Wandsprung. Zumindest nicht auf die Art und Weise, wie ich ihn gerade versuche. Nein, ubulububulubu. Ich bin geschützt. Ich benutze die Plattform als Dach. The TV looks like an apple. Yeah, bei weiterer Fertigkeitpunkt. Ich werde mächtig. Mächtig, perplex, was ich steigern soll. Ich hätte irgendwas zum besseren Einsammeln gesteigert letztes Mal, das weiß ich noch. Es ist wieder ein paar Tage vergangen. Das ist bei blinden Spielen immer so cool. Deswegen scheue ich mich, wie gesagt, auch noch ein bisschen davor, Sekiro zu machen. Weil das ist so ein Ding, da müsste ich eigentlich mal so 5 Folgen am Stück oder sowas in einer Session aufnehmen und das dann rumzerschneiden oder sowas. So, da oben komme ich nicht lang. Die Wände. Oh, es ist ein großer Ori. Ich bin also nicht der Einzige. Und an diesem Baum wächst etwas. Das Licht des Geisterbaums lebt in uns allen. Er ist der Grund dafür, dass wir leben. Er ist der Grund dafür, dass wir wachsen. Als er vor vielen Jahren dazu aufrief, nach dir zu suchen, wurden wir von unserem Feind angegriffen, verwundet und getötet. Nun sind diese Stammbäume alles, was noch übrig ist.
Komm jetzt näher und spüre das Licht von Phil, dem Geist darin. Also ist das ein anderer Uri oder sowas? Wobei, wenn sie nach mir gesucht haben oder nach Uri gesucht haben, werden es wohl andere sein. Ah, ich habe den Wandsprung erlernt. Um diese Fähigkeit zu nutzen, musst du dich unter Verwendung von... Ich nehme an, das ist der Stick. Zu einer Wand hinbewegen und dann wiederholt A drücken, um daran nach oben zu springen. Oh. Yes, yes. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Sehr, sehr gut. Es sieht da unten, wenn ich mir diese Fertigkeitenliste allerdings anschaue, nicht, oder die Lebenspunkteleiste anschaue, nicht so aus, als wäre sie besonders lang. Wobei mir ZBM Atlantis auch gesagt hat, dass das... Ups. nicht so lang ist. Ah, ich wusste, hier gibt's die Energie. Ups. Ich wusste, da verliere ich die Energie. Aua! Und noch mehr. Aber ich sammel. Wie ein Henker. Sein Henkersbraut. Mahlzeiten. Kochgeschirr. Danke, dass du spendabel bist. Mit den Energieaufladedingern Spiel. Oh komm, come on. Come on. Spring. Ich rede mit dir. Spring. Gut. Ich kann durch die Decke. Okay, du kannst mehr als ich dachte. Wie viele von denen? Waldsenke, 46%. Oh, ja, da kommt Freude auf, wenn ich die Zahl. Upsi, nach oben schnellen. Seh, okay, du bist doch tot. Sehr gut. Boah, Angst. Oh. Super Plattforming. Wobei ich muss durch dieses Tor durch und dazu brauche ich Super Plattforming. War das noch? Nee, das da war's. Ich nehme an, ich bräuchte es. Ja, das war zum Sehen, dass es hier ziemlich übel ist, möchte ich sagen. Kann ich hier durch? What? Was war das denn? Ich glaube... Oh Gott, wie war das nochmal? Ja, genau. Ich speichere hier mal, weil ich es kann. Das hier sieht nämlich gefährlich aus. So. Noch... Upsi. So. Oh Gott, ich muss... Ich drücke doch schon! Spring hoch und rüber! Nein, nein, nein! Könntest du... Dankeschön. Au! Hauptsache... Nein, ich bin zu weit gejumpt! Ich bin zu weit gesprungen! Oh, das mit dem Momentum hier habe ich noch nicht so ganz raus. Sage ich jetzt. Spring doch hoch, du! Gut. Wie gesagt, ich... Oh Gott! Jetzt Momentum aufbauen. Runter und schieb, 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 schieb. Spring, spring. Yes, yes, yes. Dies muss mir noch besser einfallen. So, da oben? Aha! Achso, Fertigkeitenpunkte oder sowas. Ja gut, nehme ich mit. Nehme ich mit. Und ein Hebel. Okay, wozu das jetzt auch immer da gewesen ist. Ich nehm's. So, jetzt hau es, fertig. Nein! Och Menno, die scheiß Viecher hier! Wobei, ich komme jetzt da hoch wegen des Wandsprungs, ne? Ich muss doch nicht alles nochmal machen. Ui, ui, ui. So, und das ist ein Ding. Ja, das Kartensteinfragment. Gut. Jetzt muss ich mir nur noch dran erinnern, das Ding war da unten, oder? Wird das irgendwo an... Nee. So. Nee, hä? Ich weiß, laut Karte dürfte es nicht hier unten sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das nicht doch hier unten ist. Ja. Nee, das ist nicht... Ich nehme die Fertigkeitenpunkt-Dingsies mit. Werde mir den ersten Bosskampf so einfach machen. Falls das geht. Nein! So,
Oh, verdamm ich! Verdamm ich! Ich bin so schlecht! Jetzt aber! Das muss man erstmal üben hier mit dem Momentum. So, aber egal. So. Da mischt es jetzt hier unten. Glaube ich, irgendwo. Ja, kann ich kaputt machen. Dankeschön. So. Genau, da ist es. Da ist es. Jetzt kriege ich eine Karte des kompletten Gebietes, nehme ich an. Da. Also. Mal kurz gucken. Ich weiß nicht, warum ich da nicht weiterkomme. Ich meine, ich könnte jetzt nochmal den ganzen Weg zurücklatschen und gucken, ob ich da jetzt irgendwie hochkomme durch mit Hilfe des Wandsprungs. Ich glaube, wenn ich für mich selber spielen würde, würde ich es tun. Aber ich möchte euch hier nicht mit ganz viel Zeugs langweilen, wenn ich ehrlich bin. Und letztendlich werde ich wahrscheinlich auch noch genügend Geheimnisse treffen, deren Offenbarung mir erst dann zuteil wird, wenn ich weitere Fähigkeiten habe, sodass, ja, das genaue Nachgucken, ob ich da jetzt... Ui! No. Deswegen will ich mich erstmal auf die nähere Nähe beschränken. So, der Hohlhain. Moment. Ich muss aber auf die Karte. Doch erst ist, bist du hinüber. Gut. Gucken wir erstmal, was hier ist. Achso, da war das, wo ich nicht weiterkomme. Okay. Dann haben wir das hier. Ah, genau, das führt. Oh, knapp nicht. Es ist vorbei. Oh, fuck. This is mine, it is mine. Okay, den wird es eben nicht. Dann gehe ich jetzt hier weiter, direkt zum Ziel, mache das Türchen auf, wenn ich rausfinde, wo das Türchen ist. Hier komme ich auch nicht weiter? Ich will ja gerade nochmal gucken. Also von da komme ich nicht nach da oben. In dieses labyrinthartige Konstruktchen. Ne. Dann muss es hier weitergehen. Bist du auf die Tür? Ja. Genau. Dann können wir vielleicht jetzt bald zum großen Baum herab. Es geht aber schnell mit diesen Seelenverbindungen. Oh Gott, es erinnert mich an alte C64-Spiele. Aua. Wupp. Wo bin ich denn? Was? Okay, ich darf... Es wird also... Scheiße. Es wird alles komplett zugesetzt. Yay. Gut. Ah, jetzt kann ich speichern. So, speichern wir. Yes. Spring. Aha. Was? Noch ein Schlüsseldingsi? Aha. Ich komm hoch. Ich habe schon schlimmere Sachen überstanden. Hallo Night. The Path of Pain. Der Pfad von... What? Diese Energietore wurden von den Geistern der Vergangenheit versiegelt. Wenn wir genug Energiezellen sammeln, öffnen sie uns einen Weg. Nee. Aber das heißt, wenn ich die jetzt... Achso, ich brauche also 1, 2, 3... Ne, wie viele Energiezellen? Achso, ich brauche 1... Also ich brauche jetzt noch 4 volle Energiezellen. Das heißt, ich muss erstmal 2 weitere finden. Okay. Kapiert? Was ich jetzt aber nicht kapiert habe, ist, wie ich da hinkomme. Irgendwie runter? Ja. Irgendwie durch die Wand, oder? Vielleicht kann ich auch... probieren, Biodesch mal. Nee. Ich frage mich jetzt... Also hier komme ich nicht durch. Ich kann so halb durch... Vielleicht von einer anderen Bildschirmseite aus? Irgendwie sowas, wahrscheinlich. Und Sveni Mino von dir treffen lassen wird. Ha! Das ist ein... Ach so, wieder ein Kack-Pflanzen-Spiel-Ding. Aha!
Und ich kann nichts gegen dich tun. Das ist toll. Upsi, da kann man ja durchfallen. Das ist ja doof. Oder auch nicht. Nee, da komme ich. Ja, ich gehe doch hier nicht die... Ich gehe, mach doch jetzt hier den leichten Kram. Okay. So. Oh, fuck. Achso, dann müssen wir einfach darüber, wa? Raus, spuck du, teil du. Oh Gott, wie mache ich das denn? Hülse! Schuld war nur der Bossanova. Mach dieses Ding auf! Spuck du Lump! Okay, und jetzt runter hier! Oh yeah! So, nicht zu weit runterfallen. Vier Stück! Welcher Sadomaso-Dist macht vier Stück von den... Okay. Das ist nicht gut! Nein! Ja! Hätt's nicht gedacht, wa? So, alle vier gefunden. Auf, mach den Weg. Nein, ich gehe wieder. Okay. Hier brauche ich den Megabuster oder sowas. Naja. Vielleicht kriegen wir ihn vom Baum. Fast wie beim Mana-Baum. Ori, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichtzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Du hast das Licht des Geisterbaums empfangen. Er hat unser Schicksal in deine Hände gelegt. Hör jetzt gut zu, denn du musst dies verstehen. Der Geisterbaum gab den drei Elementen des Lichts Kraft und im Gegenzug sorgten sie für Gleichgewicht und warten Nebel in Sicherheit. Das Element des Wassers, hoch oben auf dem Ginsobaum. Das Element des Windes, tief in den Elendsruinen. Das Element der Wärme, unter den Flammen des Horubergs. Um Nebel wieder zu altem Glanz zu verhelfen, müssen wir ihr Licht erneut entfachen, bevor es zu spät ist. Das erste finden wir hinter der Spinnenhöhle auf einem Baum, wo einst das Wasser floss. Finde den Geisterbaum. Beziehungsweise den Ginsobaum. Hohlhain 4%.
Die Waldsenke ist das. Also das ist alles die Waldsenke, okay. Ah, ich verstehe. Das ist also doch alles eine miteinander verbundene große Karte, die wir hier auftun. Okay, dann der Hohlhain ist wahrscheinlich das ganze Gebiet hier, wo ich mich gerade erst befinde. Deswegen 4%. Okay. Ah, das ist schön. Ich habe gedacht, das Spiel wäre in viele Teilkarten unterteilt, so ähnlich wie Order of Ecclesia. Tal des Windes und Hohlhain. Dann wage... Sei vorsichtig, Ori. Der Boden ist instabil. Nicht so instabil, würde ich sagen. Ah, Moment. Idee. Komm her! Bist du tot? Ich hoffe ja! Ups! Bin ich tot? Ich hoffe nein. Das ist der Megabuster. Glaube ich. Arno, der Geist, der hier gestorben ist, war stark und mutig. Lausche seiner Stimme, denn er konnte unser Licht bündeln. Dann lauschen wir. Einmal mehr. Dem Lied des Waldes. Du hast die Stichflamme erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du X zum Aufladen gedrückt halten und dann X loslassen, um alles in unmittelbarer Nähe zu zerstören. Komm ich auch da durch? Ah, das ist eine Explosion und kein Schuss. Aha! Okay, da komme ich aber noch nicht hin. Aber wir sehen es. Wir haben es gesehen, wir lieben es. Hey. Hä? Ich tue es? Ich kann es nicht benutzen. Hä? Achso, ich brauche eine Aufladung von dem blauen Zeug da unten. Na, oh, das ist ja aber ganz schön gemein, dass ich das dafür brauche. Ich wollte nämlich jetzt speichern. Okay, ich hole mir einfach das Ding wieder zurück und dann speichere ich. Bin ja schlau, bin ja intelligent. Weiß ja, wozu das da ist. Okay. Okay, Seelenverbindung ist bereit. Sehr gut. Na gut, ich wage hier noch ein paar Schritte weiter. Ja, ja. Da kann man auch wieder was runterplöppen lassen. Die Frage, ob der Plöpper noch will. Aber das werden wir ja... Will ich das noch probieren? Sonst vergesse ich das bis zur nächsten Folge wieder. Lebt der sprunghafte Sprüngli noch? Nein, er ist und bleibt ein toter Sprüngli. Ich gucke mal, ob hier noch woanders einer ist. Okay, ich muss da unten lang, weil anscheinend komme ich hier oben nicht weiter. Ich will gerade noch schauen, ob ich hier einen Sprungmeister noch finde. Aber... Ich habe nicht den Eindruck, dass hier einer sich noch... Moment, vielleicht kann ich das... Nein, kann ich nicht. Okay, es war ein Versuch wert. Und du... Toll, jetzt kann ich schon wieder nicht speichern, weil ich ein Depp bin. Okay, dann geht's eben noch ein paar Schritte weiter, wenn es denn eben sein muss. Arg! Toll. Jetzt habe ich mal wieder keinen Aufladedingsi. Ich habe ein großes Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem Dings hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße zum schnellen Fertigkeiten. Okay, können wir das Ding zumindest noch kaputt machen? Da ist ein Sprüngli. Kriege ich den irgendwie nach da oben? Ich gucke mal. Sprüngli. Komm her, Sprüngli. Zeig, was du kannst. Höher. 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 Okay, er will nicht, er kann nicht. Deprimierend. Dann eben ein andermal. So, bis zum nächsten Mal dann. Euer Bandy sagt ciao.